Was gammelt denn der Franzose hier bei mir rum? Und der Schoschone auch. Ist doch komplett auf der anderen Seite der Welt. Ja, ich würde jetzt mit meinen Einheiten zu Russen rüber schippern. Okay. So, keine Ahnung, 20, 30 Runden lang, bis ich abkomme. Alles klar. Ja, da würde ich aber gern mitmischen. Ja, auf ins Wasser und los. Ja, meine erste Fregatte habe ich schon gebaut. Kann es schon rund gehen. Und Einheiten baue ich gerade auch so, nach und nach. Ja, ich denke auch, ich grade gleich erstmal ab, wenn ich das Eisen habe, zu Fregatten. Und dann ich habe tatsächlich nur drei Landeinheiten bisher. Ein bisschen mager. Stimmt, das habe ich ja völlig vergessen. Wir sind ja immer noch im Krieg mit denen. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Russen schicken Missionare rüber. Tja. Oh, ich habe Zitronen. Wie cool ist das denn? Okay. Na gut, dann baue ich mal ein paar Kampfeinheiten. Eine Frau muss ihr Leben leben oder jeden Tag bereuen, es nicht gelebt zu haben.
verstehe ich das Spiel nicht. Ich bin ja fest... Ach doch. Was denn? Alles klar. Ja, ich habe einen Propheten gesucht. Den hatte ich rübergeschickt. Ich war ja fest in Überzeugung, dass ich ihn zu einer Stadt geschickt hatte. Aber er war einfach unter dem Stadtnamen versteckt. Ein Feld daneben. Und neben dem Scroll, was in der Stadt gebaut wird. Ah ja. Oh, wieso? Ist irgendwas... Wie bitte? Ist irgendwas passiert? Ich habe plötzlich minus 8 Zufriedenheit. Welche Handelsrouten kaputt oder neu gemacht? Nee, es sind noch alle. Neu gemacht werden müssen. Handelsrouten habe ich alle noch voll. Hm, was ist denn da passiert? Ist aber blöd. Moment, dann gucke ich mal, ob ich irgendwo noch handeln kann. Frankreich vielleicht? Keiner will handeln. Hast du noch irgendwelche Luxusgüter übrig? Ich habe Luxusgüter übrig, also kannst gern gucken. Ja, Zitronen, Marmor, Silber. Hast du. Ne, Salz hast du nicht, ne? Ne. Gut. Aber. Dann hätte ich gern deinen Silber und gebe dir dafür Salz. Ja, klar. Sehr gut. Jetzt bin ich wieder bei Null. Komisch. Och nö. Ah, was ist das denn hier? Noch eine, die ich vergessen hatte.
Ah, er schickt Siedler los. Wo will der denn hin? Also hier schwimmen nur überall Missionare rum bei mir. Ich hab schon einen vierten Missionar versenkt. Ah, was sind denn das für welche? Ach Gott, wie heißt denn die Religion jetzt? Orthodoxe Ostkirche. Ja. Ach, die kommt von dem? Die hat sich aber ganz schön ausgebreitet. Ja, kein Wunder, wenn der die ganze Zeit da ja, das stimmt. Die Missionare rumschwimmen hat. Frankreich und Russland haben eine Freundschaftserklärung unterzeichnet. Ja, nicht nett von denen. Nee. Aber es ist kein Verteidigungsbündnis. Ich glaube, das traut sich Frankreich auch nicht. Immer drei Felder pro Zug zu ziehen durchs Wasser. Jedes Mal neu, jeden Zug. Ja. Ist ganz schön spannend. Ja, dann setzt doch einfach eine Route. Ja, aber dann verhaken die sich und schwimmen wieder zurück. Und, ah, okay. Ja. Das stimmt. So, ach ja, genau. Hier wollte ich eine Stadt bauen. Haha. So, Plunder Trade Route. Mal das versuchen. Zack, plus 200 Gold, das ist ja krass. Wow, 200, das ist nicht schlecht. Das lohnt sich. Ich war auf so einem Schiff von den Russen und so einem Handelsschiff. Mhm. Und dann gab es halt diese Option, dass man die Handelsroute plündern kann. Nicht schlecht. Da fällt mir ein, ich könnte auch mal seinen Siedler da ausnocken. Kein Bock, dass der irgendwo sich ausbreitet. Müssen wir nachher noch eine Stadt vernichten. Ah ja. So, jetzt fällt mir auch gerade ein, wie es sein kann, dass ich eventuell auch Zufriedenheit verloren habe. Wenn du eine Luxusressource quasi erschließt, die wir vorher gehandelt hatten, dann ist der Handel ja auch hinfällig, oder? Nee, dann hat er... Also, nicht automatisch. Okay. Also höchstens, dass er ihn dann nicht verlängert, aber nicht direkt. Aha. Na gut. Religion komme ich auch so gar nicht voran hier. Thank you.
Verdammt. Ich glaube, sein Missionar ist bei mir eingefallen. Baktra hat auch die Religion angenommen. Ab. Ja, also die Fregatten sind ziemlich overpowered, habe ich den Eindruck. Ja. Ich habe gerade die eine Stadt da nach zwei Runden eingenommen mit drei Fregatten. Die war jetzt einmal draufgeschossen und da war die auf 0% runter. Okay. Nicht schlecht. Ich darf einen Vorschlag machen, was ist das denn? Ja, das ist dieser Weltkongress. Okay, wusste gar nicht, dass wir den schon haben.
Hä? Wieso? Hä? Bin ich beim ersten Mal nicht eingeladen worden, oder was? Da ist ja schon was beschlossen worden. Noch ist nichts beschlossen worden. Ach, du schlägst vor, die genau. Weltausstellung zu erlassen. Okay. Ja, und in 20 Runden wird abgestimmt. Was kann ich denn noch für Vorschläge machen? Kann ich das Gleiche? Kann ich nicht vorschlagen, ne. Kann ich auch gar nichts vorschlagen? Ich glaube auch. Also. Das macht alles nicht so wirklich Sinn hier. Sollte kein Ding sein. Na. Nee, irgendwie muss ich einen Vorschlag machen. Verdammt. Kannst du nicht irgendwie canceln irgendwo? Nee, irgendwie. Ich bin Vorsitzender. Oh. Cool. Okay. Ja, machen wir das mal. Ach, krass. Alter, was soll das denn? Ich wusste überhaupt nicht, dass man mit dem Schiff die Stadt einnehmen kann. Anscheinend schon. Mal eben so überrannt. Ja. Ja, ist ja total overpowered da mit dem Schiff. Ja. Dann.